Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Wir schauen das neue Video von Maxify rein. Ich habe gebannte Amazon-Produkte gekauft und das Thumbnail sieht schon äußerst gefährlich aus. Ich würde sagen, wir schauen, was er für verbotene Produkte gekauft hat. Warum auch immer die verboten sind. Du willst mir gerade echt sagen, dass Kinder ihre Finger verloren haben, war zu scharfer. Ich kann verstehen, okay, dass es gefährlich ist. Jeder von uns kennt Amazon. Man kann da wirklich alles Mögliche bestellen. Aber wusstet ihr, dass es auch gebannte Produkte gibt, weil sie zu gefährlich? Das wusste ich nicht. Vor allem, wie findet man heraus, was gebannt ist? Die Sachen werden ja wahrscheinlich einfach entfernt und nicht irgendwo noch aufgelistet, was extra die gebannten Produkte waren. Gefährlich waren? Die Produkte testen wir heute. Das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, denn meine kleine Schwester Lina ist mit am Start. Hi, Leute! Die hat mich straight auf ins Auge gehauen. Okay, fangen wir an. Für Produkt Nummer 1. Wie kann man so blind sein? Guck mal. Hey, aber wo hat er die her? Das würde mich jetzt tatsächlich interessieren. Ich wusste nicht mal, dass es gebannte Artikel gibt auf Amazon. Wusste ich auch nicht. Vor allem weiß ich nicht, wie man die findet. Muss man da irgendwas Geheimes eingeben in die Suchleiste? Oder wie kommt man dahin? Hier drin ist das erste Produkt. Bro, was zum Teufel ist das? Okay, das sieht ja richtig wack aus. Was? Wieso ist das hier gebannt? Hä? Also, hä? Bro, das ist so. Also, ich will ja nichts sagen, ne? Ich meine, das ist schon ein bisschen ausgelutscht, aber ich hätte schon. Eigentlich hätte dieses Review von Rezo kommen müssen und nicht von Maxify. Rezos Empfehlung, keine Ahnung. Auf Rezos Empfehlung ist das Ganze. Ah, ja, okay. Es ist noch nicht ganz so ausgelutscht, scheinbar. Gar nicht, das sind nur Beutel. Oh, what the fuck? Was ist das? Was soll ich damit machen? Das ist alles. Hier sind nur Beutel drin. Chillig, Digga. Und das ist jetzt verboten. Das ist ja richtig lame. Digga, das ist ja absolut cool. Steht doch drauf. Erstes Produkt. Nur Beutel. Cool. Erstes Produkt ist wahrscheinlich gebannt, weil... Ein Flop. Ja, ich sag mal so. Wahrscheinlich einfach nur googeln und sie da woanders kaufen. Naja, okay, das könnte es sein. Aber, ja gut. Muss man nicht verstehen. Aber gut, es ist jetzt auch nicht so spektakulär, dass es hätte verboten sein müssen. Das ist richtig random. Ich würde sagen, einen halben Stern von 5 Sternen auf der Gefährlichkeitsskala. Ey, ich hatte 0 Sterne gegeben. 0,0, weil zu viel Plastik. Was ist das denn? Da kommt, ich glaube, ich kenne die Dinger. Ich glaube, da muss... Das hier ist halt so, dass du da was drin halten kannst, so eine Tasse, und die fällt nicht runter. Auf meinem Kopf. Okay, wir packen drauf. Okay. Das ist ja super. Unnötig, Alter. Ich geh damit, ey. Was? Hä, das ist bekannt. Ja, weil da wegen der Mathe da. Wow, die hat Physik studiert. Wenn ihr irgendwie Physik. Eine Verbrühungsgefahr, das kann möglich sein. Und vor allem generell halt auch. Es ist doch überhaupt nicht stabil. Das kann doch immer runterfallen und irgendwie Scherben auf dem Boden halt. Einfach zu Scherben zerfallen. Fragen habt. Oh, meinst du, ohne Mathe funktioniert jetzt nicht? Lag nur an der Mathe, ne? Ja. Nichts anderes, sag nur noch mal zu, ne? Oh, hier siehst du. Was ist los? Warum zitterst du denn so? Hast du Angst, dass runterfällt, ja? Irgendwie triggert mich Maxify schon ein bisschen. Wenn du das einmal im Kreis drehst, müsstest du eigentlich. Oh nein. Die geht schon davon aus, dass es kaputt geht. Man müsste safe kaputt. Ob das Produkt gut ist oder schlecht ist. Ne? 3, 2, du musst vertrauen. 3. Ich würde Maxify gar nicht vertrauen an der Stelle. Oh mein Gott! Ich sag's dir, wie es ist. Ja, ist strong, aber trotzdem ein absolutes Trash-Produkt. Gefahrenklasse ergibt gar keinen Sinn. 0, in Amerika wird man ja wegen allem verklagt. Und das Ding ist, man wird nicht nur wegen allem verklagt, sondern man kommt mit auch echt viel durch. Vor allem, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, random McDonald's verklagt und dann irgendwie erstmal 2 Mille rauszieht, ist ja fast wie ein Lottogewinn. Null, weil das Ding ist einfach safe as. Null Sterne. Nächstes Produkt ist das hier. Alright. Ich weiß gar nicht, warum die ganzen Sachen so. Also bisher war es jetzt nicht so spektakulär. Ich hab mir krassere Dinge vorgestellt, wenn sie verboten sind und gefährlich. Das gibt bis jetzt für mich nicht so viel Sinn. Aber eine Airsuka. Ich kann mir nicht genau vorstellen, hä, das ist doch safe nicht verboten. Das sieht man doch 1000 Mal bestimmt auf Amazon. Warum dieses Produkt hier irgendwie gebannt sein kann, okay? Vielleicht, weil es zu heftigen Schall oder so macht oder zu viel Wind macht, dass man irgendwie gefühlt explodiert. Aber wir finden das gleich an. Ja, bestimmt, Maxify. Bestimmt knallt es die Menschen komplett weg. Wo das Problem ist, mach's ins Auge, dann ist es wie bei dir vorhin. Boah, ich bin... Hey, na! Hä, aber es kann ja mit allen passieren. Oh.
Digga, hä? Ich schwöre, ich check das Ding nicht. Was ist das? Boah, Pien, Digga, ich schwöre, ich check hier gar nichts. Das muss halt hier rein halt, ne? Mit den Dingern? Ja, das kann ich mit dir. Alright, ich bin sagen, okay. Wir haben den Bre aufgebaut. Okay, was schießt man zuerst weg? Matthias, bist du bereit? Oh mein Gott! Wie laut! Oha! Okay, es scheint schon trotzdem ein bisschen Bums zu haben. Ja, ich schieße deine Hand an. Vor Will? Ja. Deine Hand wird schon nicht wegfliegen. Halt die Hand hin! Halt die! Das sieht so schlimm aus. Als ob das so schlimm wäre. Halt die an, mach auf meine Hand. Yo, Schimmer! Was machst du denn? Ich kann meine Resistenz. Nee, weiß ich nicht. Also. Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass das wegen der Kraft, weil es so heftig ist, verboten wurde. Es wurde bestimmt wegen irgendwas anderem verboten. Weniger. Okay, aber ich muss sagen, das Produkt an sich ist echt geil. Was soll man machen? Oh, das Ding spielt gerade raus. Okay, Test. Mal gucken, ob man den Bären umschießen kann. Ich denke nicht, dass es klappt. Also, wobei. Das ist ja echt schlecht, Alter. Ja, okay. Das Produkt ist jetzt nicht wirklich krass gefährlich, aber an sich 4 von 10. Ich sage, das Produkt ist nicht wirklich gefährlich. Ja, aber es macht auch keinen wirklichen Spaß damit, oder? Was willst du denn groß damit machen? Auch so ein bisschen. Es ist ja ein Spaß von einer Minute, dann war's das. Sie sagt 4 von 10. Ach so, ja, dann 9 von 5 Sternen. Du willst mir gerade sagen, dass. Okay, pass auf. Ein Stern, okay? Ein Stern von 5. Ja, aber es ist zumindest sinnvoller als das andere bisher. Yo! Währenddessen Lina das Ganze auspackt, würde ich sagen, wir danken den Sponsor des heutigen Videos, und zwar Crunchyroll! Vielen Dank für Sponsoren des heutigen Videos. Crunchyroll ist quasi das Paradies der Anime-Fans. Ich selber bin auch ein riesen Anime-Fan und nutze auch selber Crunchyroll. Auf Crunchyroll findet ihr unzählige Klassiker wie Attack on Titan, Naruto, One Piece, Jujutsu Kaisen und so weiter. Kennst du irgendeiner von One Piece? Kennst du? Ja. Kennst du Ruffy? Nee. Wie? Der Spaß an Produkten, dass man mit Rauch und Nebel verschießen kann. Okay, das könnte tatsächlich geil sein. Ja gut, wenn man es so macht, schon. Aber dann braucht man auch erstmal irgendwas Rauch produziert, oder? Außer man will sich, was in die Lunge ballern und dann erstmal da rein. Wie kann man One Piece kennen, aber Ruffy nicht? Die Animes könnt ihr auf Japanisch schauen mit deutschen Untertiteln oder ihr könnt die Animes auch auf Deutsch komplett schauen, für die da keinen Bock haben zu lesen. Natürlich. Ihr könnt Crunchyroll ganz einfach über die Webseite schauen oder ihr könnt es auch per App einfach schauen, so wie ich es hier gerade auf dem Handy auch habe. Das ist, by the way, gerade meine Watchliste. Ich schaue derzeit Jujutsu Kaisen, bin fast aktuell, dauert noch ein bisschen, aber das ist das, was ich gerade schaue. Ihr könnt euch die Folgen auch einfach runterladen und so von überall, wo ihr wollt, einfach anschauen. Das mache ich auch meistens, während ich Zug fahre oder so. Bei Crunchyroll kriegt ihr die meisten Animes exklusiv direkt mehrere Stunden nach der Ausstrahlung aus Japan. Und da gibt es eine komplett riesige Auswahl an Sachen. Das ist wirklich insane, was es da gibt. Ist geil, oder? Das ist richtig geil. Kannst du mich weiter auspacken, ne? Ja, ich höre dir gerne zu, was du da redest. Sorry. Du musst, by the way, auch mal ein paar Animes schauen. Klickt auf den allerersten Link, wie gesagt, in die Videobeschreibung. Da kriegt ihr kostenlos Crunchyroll für einen Monat. Danke auf jeden Fall nochmal an Crunchyroll für Sponsor des heutigen Videos. Wirklich viel Dank. Ich liebe einfach Crunchyroll. Es ist wirklich einfach viel Dank. Geil. Kuss. Danke. Und Dina muss ich jetzt auch holen. Jetzt pack mal weiter aus. Du brauchst voll lange dafür. Okay. Ja, nee, das krieg ich nicht ab. Das kriegst du nicht aus, ne? Das sieht ja fast genauso aus wie das, was ich vorher hatten. Ich hab's aufgeschoben. Easy. Schuhe. Moonshoes, was? Was steht da? Moonshoes, okay. Easy. Schuhe. Bänder. Mehr brauchen wir nicht. Und noch ein. Brauchen wir nicht ein Schuh? Ja, aber schön, dass es jetzt so für. Was ist das? 58 Kilo ist. Weißt du, wo du siehst, Blutgebann? Kinder sind zu hoch gesprungen auf den Mond. Kinder sind zu hoch auf den Mond. Ja, safe ist das. Ist das der Grund? Oh, ja. Safe. Hört sich super realistisch an, ne? Ja, Moonshoes, ne? Oh mein Gott, nicht mehr nennen, Lina. Aber sie dürfen den noch safe beide nicht benutzen, ist ja nur bis zu 50 Kilo. Oh mein Gott. Würdest du, glaubst du, sind diese Dinger da? So. Du hast einfach gespannt ins Nichts. Ja. Bei Amazon. Ja, das Problem bei Amazon ist ja auch sau viel so Dropshipping, die inzwischen machen. Also, sau viel Zeug einfach direkt aus China kommt und teilweise auch jeder Trash, also man nicht mal mehr erkennt, was überhaupt abgeht. Nee, darüber, auf die andere Seite. Ich habe keinen Plan, wie man das hier festmacht, aber ich mache einfach so komplett quer. Ja, nicht so? Keine Ahnung.
Naja, ich glaube, da stimmt irgendwas ganz und gar nicht, Alter. Das sind doch nur diese Schuheinsätze oder so. Ey, sagst du, wie es ist? Sieht scheiße aus. Ja, klar, kann man nicht vorstellen. Die hätten safe irgendwas mit diesen Fußdingern da machen müssen. Sieht kacke aus. Okay, wie macht man die Schuhe jetzt da drauf? Alright, das ist halt wirklich. Alright, dann. So, meiner schon mal in der Mitte. Das ist ja schon mal. Okay, ich glaube, jetzt müsste sogar irgendwie halbwegs stimmen. Anfang. Okay, wir haben die Dinger jetzt aufgebaut. Ich sag mal so, die sehen sehr ungefährlich aus. Ich glaube, ja. Bis zum Mond springen kann. Sicher, dass das so war? Ich hab ein Video gesehen. Und in dem Video sind die Kinder bis zum Mond geflogen. Okay, okay. Das ist für beide Gleichfüße, genau. Ja. Noch ganz viele Cringe-Produkte, wie zum Beispiel. Kochbuch und Kleiner. Ja, das ist einfach komplett. Also, es ist ein bisschen sad, weil es einfach komplette Umweltverpestung des Grauens ist, was da teilweise rausgeschmissen wird. Und ich finde es auch schon ziemlich unangenehm, solche Sachen zu sehen. Aber es gibt Leute, die das Zeug unironisch verschenken, also von dem her. Weiß ich nicht, was ich cringiger finden soll, die Produkte oder die Leute, die es tatsächlich unironisch verschenken. Nana, Propeller, schön fest. Okay, bist du bereit? So, und jetzt? Jetzt hüpfen. Ich bin schon. Du musst damit bis zum Mond springen, Dina. Deswegen gehen. Okay, mach mal, Dina. Wir springen jetzt zum Mond. Okay, zum Mond hin, okay? 3, 2... Okay, wenn jetzt ein heftiger Edit kommt, ne, dann Props gehen raus an den Cutter. Also, Dina! Du bist ja hochgesprungen. Geil. Ich sag doch, die Schuhe sind cool. Du hast recht, Alter. What the fuck? Das ist ja so komplett unnötig, dieses Produkt. Ja, aber da kann ich verstehen, dass es gebannt wurde, weil sich die Kinder bestimmt heftig auf die Fresse gehauen haben damit. Ey, Digga, ich kann gar keine Schritte machen. Ich bin auf dem Boden. Ja. Ich gehe. Hey, ich sag's, wie es ist. Ich bin froh, dass Dina wieder zurückgesprungen ist. Was sagst du? Gefällt dir das? Ich sage, ey, 3 von 10. 3 von 5, meine ich. So, nächstes Produkt ist... Wow. Schleudermaschine. Okay, dass das verboten ist, wundert mich nicht. Also ich hätte gedacht, dass das Zeug einfach trotzdem auf Amazon verkauft werden kann. Aber ich glaube, es hat schon großes Potenzial, Schaden anzurichten. Ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall krasser ist, als das mit uns eben gerade. Das gewandt sich wahrscheinlich vielleicht, weil man ein oder andere ins Gesicht geschossen hat und dann aber geblendet ist, oder? Yo. Ey, das sind wirklich Scheiße. Alter. Bro, was sind Stahlkugeln? Okay, also, okay. Das sind so kleine Steine, die man schießt. Was zum, also, interessant, dass sowas verkauft wird. Das kann ich mir wirklich gefährlich vorstellen. Ja, vor allem so Stahlkugeln. Warum macht man das? Macht doch wenigstens irgendwie so, keine Ahnung, Papierkugeln rein oder irgendwie, keine Ahnung, Holz von mir aus sogar noch. Ich meine, es tut trotzdem wahrscheinlich gut knallen, aber dann Stahlkugeln? Was das denn, Alter? Also das kann wirklich gefährlich sein. Da kann ich auf jeden Fall verstehen, warum dieses... Ich hätte auch gedacht, wäre erlaubt, dass es zum Beispiel ein Sportgerät ist. Ja, ich hätte auch gedacht, dass es jetzt, keine Ahnung, also mich wundert, dass es komplett verboten wurde, aber vielleicht haben echt zu viele, vielleicht wegen den Stahlkugeln, weil es schon krass ist, Alter. Gewandt, weil diese Kugeln, hört mal. Und die ballern auch einfach, das ist das, was ich meine. Die ballern da einfach Stahlkugeln rein, was? Haben Gewicht! Finde ich jetzt heraus. Was? Man kann damit Autotüren durchschlagen? Bro, also wahrscheinlich besser, dass es heute gebannt wurde. Ja, stell dir da hin ungefähr. Gucken wir mal, ob das Ganze viel Schaden machen kann. Yo! Siehst du? Der steckt da drin. Also wenn das jemand abbekommt, das ist halt wirklich, das ist ein krasser Damage, den man da bekommt. Bestimmt so ein 200er Punch-Shot oder so. Ja, was glaubst du, warum wurde das Produkt so gebannt? Alter. Sorry, Mann. Ey, sagst du, wie ist dieses Produkt? Boah, ich hätte richtig Respekt davor, vor allem in einem Raum damit rumzuschießen. Ich glaube, 4 von 5. 4 von 5 Sternen, weil das Ding ist halt echt, das kann richtig Damage machen, Alter. Ich sag 5. Der meint. Lass ins Auge. Na, holst du das nächste Produkt? Egal welches. Ist egal welches. Du darfst die aussuchen, was. Ja, ich würde es auch nicht in der Bude ballern. Also ich verstehe es nicht. Allein schon, wenn die Kugel irgendwo heftig abbreiten in den Schädel zurück. Junge, gar keinen Bock. Okay, du wolltest die Box haben? Dann mach auf. Ah ja!
Ich hätte auch gedacht, dass die Kugel durch den Karton fliegt. Kommt drauf an, wie es stark er gespannt hat, aber ich hätte auch gedacht, dass es durch den Karton fliegt und dann in der Tür stecken bleibt. Hätte mich nicht gewundert. Oh, da freut sie dich, ne? Die wolltest du schon immer haben. Oh mein Gott, das ist so. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen, so in Memes, dass es so in den Kamin reingeflogen ist. Oh mein Gott. Ja, der Grund, warum es gebannt ist. Ja, was ist der Grund? Hat Kindern die Haare rausgerissen. Das hat Kindern die Haare rausgerissen? No way. Was haben sie Okay, dann Alter, ich find's interessant, dass die Gründe noch mit angegeben wurden scheinbar. Knife. Bin gleich. Oh, yippie. Och, Bro, Digga, ist das scheiße. Boah, ich mach dich gleich kaputt. Ah, hier, das Ding auch. Mach so nach oben, weißt du? Ich glaube, das ist keine normale Puppe, sondern das ist so eine, die fliegen kann, die sich richtig schnell spinnt und dann irgend so irgendwelche, keine Ahnung, Flügel da hat und dann durch die Gegend fliegt. Und dann könnt ihr euch schon vorstellen, dass es, wenn es schnell genug ist, ein paar Haare rausreißen kann. Kann ich mir schon vorstellen. So. Alright. Und das kannst du dir so fliegen. Ja, das ganze Ding mit dem Eis hier unten. Das fliegt da mit. Okay, pass auf. Das brauchen wir irgendwas testen. Achso, nee, ist aber nicht elektrisch, ist einfach wie so ein Beyblade. Okay. Schnell ziehen, dann fickt es, okay? Bist bereit? Das ist ja schon ein bisschen dumm, wenn man das manuell betreiben muss und dann am besten sein Kopf noch richtig nah neben der Puppe. Ja, da wundert es mich nicht, wenn man lange Haare, dass es die rausreißt. 3, 2, 1, go! Ah! Bereit? 3, 2, 1. Das ist ja schlechter als dieser Machtstab. Das ist ja richtig kacke. Wo reißt das, wo Haare? Hi, Chocochip, schön, dass du reinschaust. Oh, okay. Jetzt ging's. Ist komplett weggeflogen. Fast gegen die Kamera. Das funktioniert halt nicht so gut. Du musst in der Starte das Ding kommen. Vor allem, du musst ja richtig schnell ziehen da dran. Und dann, am besten ist dein Kopf wirklich noch genau daneben. Dann wundert es mich überhaupt gar nicht. 1, 2. Ich hab so Angst. Ah, scheiße. Was soll denn das? Was machst du denn? Genau so tun sich die Kinder auch weh. 1, 2. Ich muss schon ehrlich sagen, es ist sehr underwhelming, wie das fliegt. Mehr! Wow! Oh, wow. Das war gut. Also das wurde gebannt, weil es in den Haaren von Kindern sich verfangen hat, ne? Ja. Von kleinen Mädchen, die sich dachten, oh nein, voll cool, eigentlich. Und dann die armen Kinder, Alter. Die Haare und die Barbie spielen und dann... Uff. Wow! Der Luft gegrabt, strong. Angst, dass mir ins Auge haust. Hey, sag mir, wie es ist. 2,5. Ja, 2,5. Ich würde eher 2 sagen. Ich habe 2. Außer für kleine Mädchen, da ist es halt eine 4 von 5. Und hier ist noch ein Produkt drin und zwar. Oh, kennst du das überhaupt? Ist das auch deine Zeit, dein Jahrgang? Klar. Wie, ja, klar. Klar kenne ich das. Ja? Wie heißt das? Also, dieses Krokodil ist das da, ne? Zähne drauf, Krokodok. Wie heißt es? Krokodok heißt es, oder? Hieß es so oder hat es auch einen anderen Namen gehabt? Das kennen jetzt nur so ein bisschen die Älteren, die so... Geht der Slogan? Ey, ich hatte diese ganzen coolen Spielzeuge hatte ich als Kind gar nicht. Also ich hab die immer nur im TV gesehen. Der Slogan, nicht spielen. Schabi, das kleine Krokodil. Oh! Das ist ganz, ganz andere Mathe. Ich bin der Krokodok. Irgendwie so war das doch, ne? Hä? Weißt du noch genau, wie es geht? Mach mal. Spiel das Spiel. Wie mit dem Krokodil. Ja, ich glaube, das war's. Das kann ich auch. So war das, ja. Okay, du hast schon einmal gedrückt, ne? Aber das wurde gebannt, das gab es doch schon immer. Also das gab es ja schon seit vor 10, 15 Jahren safe, das Zeug. Guck, du bist dran. Das war's, dein Finger sind da, kannst du verkaufen. Das war's, Deadline, ich will dich nicht. Das Produkt wurde jetzt freundlicher gemacht, aber Kinder haben ihre Finger verloren, weil es zu scharf war damals. Du willst mir gerade echt sagen, dass Kinder ihre Finger verloren... Die haben die Finger komplett verloren, was? ...und haben was zu scharfer. Ja, so die Fingerkuppe. Ich kann verstehen, dass es dann gebannt wurde, okay? Aber jetzt ist auf jeden Fall... Nee, der ist es nicht, der ist es. Was? Das war doch niemals so scharf, Alter. Ich hab gespürt. Den würde ich nicht drücken. Der ist safe. Du hattest alles. Ich hab ein bisschen falsch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so scharf war. Also, es hat schon wehgetan, glaube ich, damals, hin und wieder mal. Aber dass es die Fingerkuppe komplett wegknallt, hätte ich nicht gedacht. Ich ja, gut, vielleicht war das halt irgendein China-Produkt, ne? Und das war vielleicht ein bisschen minderwertig produziert, kann natürlich sein. Hey. Soll ich das jetzt mit Finger abschneiden?
Ah, doch nicht. Alter, wie krass wir sind schon. Ja, die Chance wird immer höher, ne? Das ist schon 50-50. Das war's mit meinem Finger. Steht echt fest? Ja, es steht komplett fest. Aber ey, ich sag's dir, wie es ist. Bestimmt. Vor allem, ich denke mir auch, es war bestimmt eine Nachmache, die die Finger da halt verletzt hat. Aber ich denke mir auch so, die Eltern so sparen da an der falschen Ecke, Alter. Die sparen da an einem Plastik, also an einem Produkt quasi. Aber dafür haben sie danach eine viel krassere Probleme mit dem, dass sie mit dem Kind zu Krankenhaus müssen. Dieser Junge ist ja komplett geistesgestört einfach. Ey, ich sag's dir, wie es ist. Das Produkt an sich ist ganz cool, aber... Guck mal, du darfst vergessen, ein Erwachsenenfinger hält mehr aus. Also ein kleines Kind so mit dem Finger, das macht er. Es kann halt einfach mal schnell den... Es gab auch das Produkt. Jo! Ah, cool. Super. Ja, man konnte auch alle drücken. Es gab das Produkt, da ist es gar nicht mehr aufgegangen. Ja, ich sag nicht, das ist dem Produkt. Es geht. Das ist eine Saw-Constraption, Alter. Würde ich halt von der Gefahrenskala auf eine 2 schon 5, glaube ich, geben, weil ich halt älter bin. Aber für kleine Kinder. Für Kinder eine 5 von 5. Nein, für kleine Kinder natürlich eine 4. Das passt eher, glaube ich. Weil man kann die Fingerkuppe verlieren. Das will man nicht. Wow! Nächstes Produkt! Da würde ich aber schon eher als 5 Sterne einschätzen, nicht als 4. Holy shit! Ja! Was ist das? Beef Jerky oder was geht hier ab? Snacks, die man einfach essen. Es ist halt wirklich einfach, also es ist kein Beef Jerky, aber es ist einfach Insekt. Oh mein Gott, ich war gerade so verwirrt. Ich dachte, es war wieder irgendein Kinderprodukt. Aber es geht ja einfach generell um gebannte Produkte. Und da denke ich mir, warum sollen kleine Kinder so Insekten-Protein-Snacks reinballern? Kann? Oh, willst du halt essen? Barbecue, Freund? Zimt und Zucker? Du willst mir gerade ehrlich sagen, dass du dich freust, Tiere, also keine Käfer zu essen? Ja, okay. Wir werden ja nicht ausschauen wie Käfer, oder? Sondern die schauen dann wahrscheinlich einfach so komprimiert aus, wie so... Lutschpaste. Also wenn das jemand gemacht hat, würde ich da auch hinterfragen, wie smart diese Leute waren. Ah, was ist... Ihhh, du, was ist denn mit dir? Also Insekten mit Zimt und Zucker hört sich irgendwie nicht so geil. Dann Barbecue könnte ich schon eher fühlen. Entscheid du, das ist dein Bauch. Ihhh. Ey, du willst dich, du haust dich einfach in die Luft. Okay, schaut tatsächlich einfach aus wie so Mehlwürmer. Einfach in die Futterluke. Hm? Crunchy. Handvoll jetzt. Also schon ganz schöner Chonker hier, Alter, an der Stelle. Ey, ich sag's dir, wie es ist. Lina wird die nächste Kandidatin bei Holt mich hier raus, ich bin's da. Nee, warte, wie heißt das nochmal? Dschungelcamp. Du machst bei Dschungelcamp mit, oder? Nee, doch nicht. Ess nicht, Maxi, ess nicht. Sie stirbt einfach im Hintergrund. Ja, ich mach's nicht. Was sind das denn das Besten? Cool. Ich glaube, das sind so Mehlwürmer. Ich glaube, man benutzt richtig oft Mehlwürmer für so. Ja, so, keine Ahnung, Insekten-Snacks. Ein richtiges Gesicht. Komm, hau die auch mal hin, dass ich schaffe. Erstickungsgefahr, das ist zu stark. Gewürze aber für erwachsene Menschen. Ich meine, da gibt's ja wesentlich schlimmere Sachen, so scharfe Soßen und alles. Ich kann mir vorstellen, dass sie es einfach nicht so gut verkauft hat, vielleicht. Anscheinend schmeckt auch gar nicht so geil, als von dem her. Nimm sie nochmal in den Mund, Mensch, dann sind wir mal. Ja, Mehlwürmer und Heuschrecken sind es am meisten. Ja, aber ich, also wenn ich aussuchen müsste, was ich essen müsste, würde ich glaube ich auch eher zu Mehlwürmern gehen, weil die kleiner sind und die gehen glaube ich schneller runter, als wenn du so eine fette Heuschrecke am Start hast. Die können ja schon ziemlich groß an die Heuschrecken. Dazu mehrere. Hey, sind gar nicht so schlecht. Digga, ich bin Beine. Hey, meins war actually nice. Echt? Okay. Und warum waren die jetzt gebannt? Weil Insektensterben dafür. Das ist egal, 0 von 10. I doubt, dass das der Grund war. Ja. Nächstes Produkt sind, ist. Was ist Calciumstein zum Essen. Schon wieder? Oh mein Gott, was? Ein Stein zum Essen? Ja, was zum Essen? Wow! Das habe ich auf TikTok immer gesehen. Eigentlich jetzt? Mit so Kreide. Ja. Boah, es löst äußerst unangenehme Gefühle in mir aus, mir vorzustellen, in so einen Stein reinzubeißen. Heuschrecken sollen aber lecker sein. Ach, leckerer sein als Erdnüsse. Oha. Man ist ja eigentlich schon fast. Ah, wobei Heuschrecken, nee, die schauen mir schon. Ich glaube, ich kann es kurz einfach nicht genießen vom Aussehen. Wenn die vielleicht nicht ausschauen wie Heuschrecken, maybe. Aber so, nee. Ja.
gerade, leck mich scheiße. Ja. Warum ist das gebannt? Gar keinen Bock, Alter. Ich würde nicht mal dafür Geld ausgeben. Ich würde vielleicht für Geld essen, aber kommt drauf an, wie viel Geld. Für einen Euro safe nicht. Siehst du gleich. Ja, warte mal, ich will mal ganz kurz testen, ob das geht. Aber weißt du, Käfer hauen sich in den Mund. Aber warum ballert man sich das rein? Wenn man sagt, ja, ich mag keine, dann sagst du, nö, ist irgendwie. Geschmack. Er schmeckt nach nichts. Er schmeckt legit nach gar nichts. Ja, das ist wohl eigentlich der Geschmack. Wo will ich hin? Was versuchst du zu trinken, würde ich sagen, Mike. Ich würde auch gerne wissen, warum das jetzt gebannt wurde. Das nächste Produkt auf, ja? Okay. Nächstes Produkt ist. Die Flügel stelle ich mir eklig vor. Ja, das stimmt. Aber was mir noch. Also Heuschrecken würde ich sogar noch unter Umständen machen, sofern die andere Option wäre, Spinne zu essen mit den Beinen. Also das ist ja komplett disgusting, Alter. Also so Spinnen, bäh. Also Heuschrecken sind schon nicht so appetitlich aus, aber Spinnen, ne. Definitiv, dann lieber Heuschrecken. Ich kann das actually nicht lesen, aber steht Danger, be careful to hit people. Warum, wer hat das eingepackt? Hä? Was denn das? Oh mein Gott. Ich hab mich voll erschrocken. Hä? Vor allem, auf der Packung stand auch einfach noch Danger, can hit people oder so. Und dann macht er das so auf und hätte sich, wenn es unlucky gewesen wäre, einfach ins Face knallen können. Ich kann verstehen, dass es das gefährlich ist. Wenn man das falsch aufmacht, Digga, das hätte ja kaum jemanden treffen. Das hätte ja richtig jemanden treffen. Hä? Ich krieg das nicht mehr zusammen. Ja, was für eine Spannung da drauf war. Ich krieg das nicht mehr zusammen. Was ist das überhaupt? Willst du mir sagen, das ist ein Produkt, was man einfach verkaufen konnte und jemand hat sich das einfach so gekauft? Einfach so. Weißt du, was das ist? Nee, was denn? Ein magischer Zauberstab. Okay, und wie kriegt man den wieder zurück oder gar nicht? Bildung! Was ist das? Das ist so ein geiler Effekt, Alter. Also, no front, aber es ist der letzte Müll, Alter. 5 von 5. Du würdest mir sagen, dass das schlimmer ist als die Schleuder. 3 von 5, weil, wenn man das. Nee, definitiv nicht. Der Schleuder ist eine volle 5 von 5. Falsch öffnet, verliert man mal ganz schnell einen Tiefenmann oder so. Kann ganz schnell passieren. Okay. Wir haben noch mehr Produkte, aber ich würde sagen, das war es jetzt auch heute mit den Produkten, die gewandt waren. Falls ihr noch mehr davon sehen wollt, dann gerne einen Daumen hoch, Abo da schaut bei Lina vorbei. Ihr Kanal selbst Video beschaffen, verlinkt und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Abonniert. Ciao! Ciao! Ciao. Sehr unterhaltsames und interessantes Video von Maxify. Lasst Maxify und Linchen gerne kostenlos da auf YouTube da. Wenn euch die Reaction gefallen hat, lasst mir gerne auch einen kostenlosen Sub auf YouTube da. Und einen kostenlosen Follow auf Twitch. Würde mich sehr freuen.